herzlich willkommen hier bei Bridge Constructor. Wir haben die Brücke Nummer 8 und ja, wir müssen wieder die Angreifer abwehren. Lasse mindestens 7 Feinde in die Schlucht stürzen und wenn wir 11 vernichten, oh, das wird wieder so eine halbe Karawane. Okay, bauen wir erstmal wieder unsere Grundbrücke. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Okay, was haben wir zur Verfügung? Wir haben eigentlich alles, aber wir brauchen natürlich hier nicht die teuersten Sachen irgendwie nehmen. Wenn es eh nur darum geht, dass wir unsere Feinde hier irgendwie in die Flucht schlagen. Deswegen nehmen wir das hier. Das Ganze hier ein bisschen absichern. Jetzt machen wir das gleiche auch hier zur Seite. Einmal, zweimal, dreimal. Den müssen wir jeweils abstützen. Das gleiche können wir hier auch in die andere Richtung machen. Zweimal, dreimal. Und den Teil reicht uns das vielleicht schon, dass wir sagen, okay, das wird ja eh einstürzen. Jetzt müssen ja nur alle auf der Brücke drauf sein. Okay, die letzten zwei drehen um. Das ist natürlich nicht gut. Liegt natürlich daran, weil wir hier die Querstreben vergessen haben. So, nochmal. Ist das unten? Nee, das bricht uns immer hier zur Seite weg. Deswegen hier nochmal eine Querstrebe rein. So, die Kraft kommt drauf. Es sind alle drauf. Drüben sollte es einstürzen, aber es ist zu spät, Mist. Okay, wir müssen es irgendwie miteinander verschachteln. Deswegen mache ich das hier noch ein bisschen schwerer. Spätestens jetzt sollte dieser Teil hier auf der linken Seite. Warum stürzt der erst so spät ein? Okay, wir machen es noch ein bisschen schwerer. Wir machen hier eine Segenbestrebung rein. Okay, sie stürzt ein und. Ja, alle fliegen hier schön ordentlich nach unten. Was für ein großes Spiel. Ja, das war die Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir haben die Brücke Nummer 8 geschafft. Und die Brücke Nummer 9 kommt dann morgen. Das wird dann wieder eine Angriffsmission, so wie es aussieht. Diese sehen wir dann allerdings morgen. Und ja, bis dann.